kommt das Viech jetzt wieder? Oh nein, oh oh. Okay, 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 weg, 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 weg. Hilfe! Moinsen, Kenners, und willkommen zu einer weiteren Folge My Beautiful Paper Smile. In der letzten Folge haben wir unseren Kumpel verloren, der wurde von den Autoritäten weggebracht und jetzt müssen wir leider alleine rausfinden, wie wir den ganzen oder der ganzen Sache entfliehen können. Und das versuchen wir jetzt mal. Wir haben jetzt schon einen Schlüssel gefunden und ich glaube, wir brauchen zwei noch mehr. Und ich will aber vorher mal gucken, ob ich... Hä, wo bin ich hier denn jetzt? Ach so. Oh, fängt das wieder von vorne an etwa? Ach so, nee, warte, das ist der letzte Save Point. Jetzt kommt gleich wieder die Sequenz, wo denn die anderen alle weglaufen und wir zurück in unsere Zellen sollen und danach können wir denen halt hinterherlaufen und dann müssen wir wieder den Schlüssel suchen und ja, das machen wir jetzt mal. Und ja, das letzte war halt, dass wir unseren Kumpel verloren haben und die letzte Kammer geschafft haben vom vorigen Tag. Und dann in der Nacht wollten wir ja weglaufen. Aber das haben wir nicht geschafft, weil unser Kumpel wurde halt von den Granaten hier entführt oder halt weggenommen, weil die haben halt gesagt, was wandert ihr hier halt rum? Und das sollt ihr nicht. Aber die hatten mich nicht entdeckt, das war das Gute. Aber unser armer Kumpel ist leider mitgenommen worden. Guck, und normal sollte ich jetzt auch mitgenommen werden. Aber da ist halt irgendwas im Schlafraum. Und deswegen sollen wir jetzt erstmal wieder in die Zellen gehen. Genau. Dann gehen wir mal zurück in die Zelle. Ach so. Ich dachte, ich wäre da zuletzt in die Zelle gegangen. Aber dann gehen wir hier halt da hinterher. Genau, und hier haben sie halt meinen Kumpel weggebracht. Und den müssen wir jetzt wiederfinden. Da war nichts, ne? Ne, da konnte man nicht rein. So, dann ging's... Genau, hier ging's die Treppe runter. Und dann kam so ein Riesenraum. Oder halt so ein größerer Raum. Da ging's nicht rein, ne? Ne, da ging's leider nicht rein. Oh, das ist ein Ticket. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Wir haben schon von jedem ein. Na toll. Die Tür geht auch nicht auf. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet und ob ihr überlegt, ob ihr das holen wollt, wenn es halt im Frühjahr rauskommt. Hier dürfen wir uns jetzt nicht in den Lichtkegel bewegen. Da will ich mal hochgucken, was hier so ist. Ach so, hier kommt man oben längs. Da vorne, genau, da ist eine Tür. Da will ich mal gucken, ob wir, wenn wir den Schlüssel hier geholt haben, weil der müsste hier sein, wenn ich das noch richtig weiß, ob es da denn weitergeht. Das war knapp. Okay, da geht's nicht rein. Jetzt können wir dran vorbei. Ah, genau, hier war das mit dem Schlüssel. Und hier konnten wir ja das Tape abspielen, wo dann halt was gesagt wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da gesagt wurde. Oder eigentlich kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Da muss ich nochmal die letzte Folge selber gucken. Oh, das war knapp. Da wurden wir beinahe entdeckt. Aber ich glaube, die haben jetzt eh so viel zu tun da in den Schlafraum, dass die uns gar nicht bemerken würden. Schnell, schnell, schnell.
Ach so. Jetzt müssen wir das Ding doch rausziehen. Aber ich glaube, den können wir da so längs. Ja. Aber immer wenn wir das Licht aushaben, dann kommt es zu dem komischen Geräusch. Und ich denke mir, dann wird das eine Viech getriggert, was auch in der einen Kammer war und was mich und mein Kumpel ja einmal gekillt hatte. Das Viech ohne Maske. Genau, hier muss man 3 Schlüssel reinpacken. Aber wir haben noch... Oder wir haben erst einen. Vielleicht ist das hier denn auch für die weiteren Kapitel. Also, dass man denn den Kumpel da vielleicht vermutet. Aber das werden wir dann ja sehen. Jetzt will ich erstmal da hinten gucken, ob wir... Weil wir da hinten können wir ja den Schlüssel ja nicht reinpacken. Und die anderen Türen, die führen halt zu Räumen, wo man die Tickets einlösen kann. Und dann denke ich mir halt, denn wird es diese Tür vielleicht sein. Oh ja, der Schlüssel passt da rein. Sollen wir da rein? Ja. Da würde ich gerne mal reingucken, was da so ist. Okay. Einfach wieder ein langer Gang. Oder so eine Brücke. Hä? Oh, ich kann nicht weiter. Wo kommt das Viech jetzt wieder? Oh nein, oh oh. Okay, 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 weg, 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 weg. Hilfe! Oh oh. Schnell, 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 schnell. Ah, lass mich da rein. Kann ich da rein? Buddy, Delivery, okay. Da kommen die Jojos her. Oh Gott! Hä? Oh Gott, der nimmt die Masken weg. Okay, ja, Kind, hast du gesehen, wie die Figur die Masken zerstört hat? Ja, hab ich. Wir sollen eine Maske auf den Feind packen. Da er das... Ah, okay, hier sind Masken. Oh, achso. No, I must wait until the figure shows himself. Okay, jetzt müssen wir warten, bis die Figur sich zeigt. Hallo? Oh Gott! Oh, Ding, ich kann den Ding aufpacken. Okay, er hat das ganze Ding jetzt zerstört. Aber dann müssen wir hier ja noch mehr Sachen sein. Wenn wir das immer wieder aufnehmen können. Alter. Sind hier auch irgendwelche Tickets? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind so langsam. Ah. Alter. Okay. Neuer Versuch. Vielleicht müssen wir sprinten. Okay, jetzt. Warte. Da ist einer. Da ist einer. Dann müssen wir wohl schnell sein. Achso, ja, das war wieder das gleiche. Packen wir das da hin. Jetzt müssen wir wieder warten. Alter, Leute. Hilfe. Jetzt war... Hallo? Na. Spawn. Oh Gott.
Okay, jetzt müssen wir ein bisschen schneller sein und gucken, ob wir hier irgendwo was finden. Nein. Nein. Hilfe. Nein. Nein. Nein, 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 nein! Oh Gott! Okay, das ist jetzt so ein bisschen Try and Error. Aber wir werden es noch hinkriegen. Alter, ey. Okay, das können wir mal überspringen. Ich nehme das mal. Das. Und nimm die Maske und jetzt werde ich mich mal umgucken. Ah, da ist noch. Da ist noch was. Ah, jetzt da hinten. Hallo? Spawnt denn nicht? Oh Gott! Okay. Ist da jetzt noch eine? Ne, das ist weg. Warte, hier rechts waren wir noch nicht, ne? Oh Gott! Okay. Aha! You have been killed. Okay, scheiße. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Also jetzt haben wir ja drei. Dann gehen wir erst zu der ersten, warten da, bis das Ding kommt. Dann gehe ich links hin, warte da, bis das Ding kommt. Und dann schnappe ich mir noch eine Maske und warte, bis das Ding da kommt. Alter. Ist es schon? Okay. Alter, Alter, Alter. Leck mich an die Füße, ey. Spawn, komm. Schneller. Oh, da ist er. Jetzt können wir in die Mütze. Oh, die Mütze, sag ich schon. Die Maske aufsetzen. Dann gehen wir hier links hin. Setzen das auf. Holen wieder eine Maske. Komm, spawn. Oh Gott! Hä? Ist man zu langsam denn, oder? Oh, wie geht das? Was ist das für ein Fragezeichen? You can track your enemy, but... Was? By putting a mask on one of the... You may even be able to put a mask on the enemy to scare him... To scare him away. Ah! Okay. Warte, you can distract your enemy by putting a mask. Okay, wir müssen. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir müssen das irgendwie schaffen, ganz schnell die Masken auf die Dinger zu setzen. Okay, jetzt hier. Oh, und jetzt... Ich habe ja schon eine Maske auf der Linken. Und jetzt gehe ich da hin. Da geht's nicht längs. Da geht's auch nicht längs. Leute, wir haben hier ein Problemchen. Oh, haben wir ihn da? Wir haben ihn erwischt. Ah, so schnell kann ich gar nicht. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Ich glaube, wir müssen echt immer den erwischen. Also bei jeder. Dann machen wir das echt Stück für Stück.
Na, komm, spawn. Gehen wir jetzt hier hin, packen das darauf, grabben schnell wieder eine, warten hier auf den. War nicht so dicht. Komm, 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 komm. Ja, wir haben ihn. So, jetzt grab ich wieder eine. Da sind noch Masken. Na komm. Nein! Oh Gott! Wir sind zu langsam. Da muss ich echt erst gucken, wie ich da hinten hinkomme. Also wie, dass ich da halt schnell hinkomme mit der Maske. Da sind welche. Da sind noch Masken. So, jetzt aber schnell. Komm, 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 komm. Ach, komm. Ach, komm. So, jetzt warten wir hier. Jetzt spawnt er da ja gleich. Komm, 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 komm. Ja. Aber jetzt ist das andere Ding weg. Und nu? Hier ist nichts. Oh, ich hab ihn doch. Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Ach komm. Das heißt, ich muss ihn immer, jedes Mal erwischen. Also dreimal. Wir können auch mal rumgucken, ob ich noch irgendwo was finde. Da sind noch Masken. Ah, hier sind auch noch welche. Denn. Alter. Okay, wir müssen das ein bisschen schneller machen. Ich hoffe, wir müssen den nur dreimal erwischen. Puh, dann machen wir das so. Wir machen den erst, dann den dahinter. Und dann den nach vorne. Die sind schön dicht zusammen. Oder erst, ich mache erst den hier. Warte, kann ich? Ne, kann ich nicht. Komm, 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 komm. Jawohl, den haben wir. Jetzt schnell, 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 schnell. Die so eben schnell grabben. Ach, komm. Ja! Oh! Oh, wir haben es geschafft! Tatsächlich nur dreimal. Oh Gott. Alter. Ja, wir haben es geschafft. I wish he had never come here. Ja, das hätte ich mir auch gewünscht. Das war ein bisschen gruselig. Und wir können da jetzt solche Tür. Alter, ey. Junge. Achso, jetzt. Oh. Leute. Macht mich nicht fertig. Oh. Hä? Achso, ich habe ein Laufband angemacht. Oh. Huh. Das war gerade eine sehr gruselige Stelle. Das nimmt mich richtig mit, das Spiel, aber das habe ich ja in letzter Folge, glaube ich, schon erzählt. Da ist eben. Ah, da laufen wieder welche.
Okay, das sind die Autoritäten. Oh. Huh. Oh. Junge. Oh. Mann. Was ist denn das? Oh, das schaut schick aus. Okay, aber wir haben es rausgeschafft, Leute. Wir sind raus. Das schaut jetzt zwar nicht so schön aus. Also, nee, also schaut halt ein bisschen düster aus. Aber das geht schon. Wir haben es aus der... Achso, oh. Wir haben das erste Kapitel geschafft. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Errungenschaft. Get the freak out. Ja, wir haben es rausgeschafft. Huh. Also... Vielen lieben Dank an alle nochmal, die oder an das Entwicklerteam bzw. an Gavin Eisenbeist, der hat das, glaube ich, komplett alleine fertig gebastelt. Oh, und vielen lieben Dank nochmal an den Publisher, dass er mir geschrieben hat, dass ich das erste Kapitel fertig spielen konnte. Und wenn, sobald das Spiel komplett released ist, beziehungsweise wenn die nächsten Kapitel raus sind, werdet ihr dann die nächsten Videos dazu auf meinem Kanal sehen. Wenn ihr das Spiel mögt, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr meinen Content mögt, lasst gerne ein Abo da. Das würde mich riesig freuen. Und ja, ich werde bereit sein, wenn das zweite Kapitel released wird und werde euch das dann zeigen. Dann vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis die nächsten Tage. Tschüss!